So, also hier, was ist da drin? Egal was. Ah, geil. Hier ist nichts mehr. Und hier ist ja, wie gesagt, Sägeblatt. So, weil hier haben wir nämlich Zigaretten, Dünger, bisschen Holz, Kaffeebohnen und sowas. Brauchen auf jeden Fall jede Menge Klüngel. Wir nehmen auch noch mal Holz mit. Guck mal hier, Dünger brauche ich jetzt noch nicht. Wobei, es sei denn, ich baue gleich eine Kleintierfalle. Die Kaffeebohnen brauche ich zum Handeln. Drehtabak ist gut, da sind sie mal zufrieden. Komm, wir lassen das liegen, wir lassen die Birnchen liegen. Wir nehmen stattdessen aber den Dünger mit. Wir nehmen auf jeden Fall Holz mit. Den Teddy brauche ich jetzt gerade auch nicht. Ich weiß, wo ich die Scheiße finde. Ich bin mir nicht sicher, wie man da hinkommt. Indem du da hochläufst, du Knallkopf. So, war hier jetzt noch was drin im Kühlschrank? Also, wir haben hier Kräuter. Wir haben sowas hier. Wir nehmen den einen Holz noch mit. Zucker, ganz doll wichtig für Alkohol später. Das hier für Munitionsherstellung. Das ist aber jetzt noch nicht wichtig. So gut, geh noch mal hier. Hierfür brauchte man das Sägeblatt, genau. Das habe ich ja jetzt noch nicht. Hä? Braucht man hier nur ein Sägeblatt? Okay, hier gibt es noch mal Holz. Sowas. Okay, schauen wir da rein. Hier sind nochmal Waffenteile, die nehme ich natürlich mit. Was ist das hier? Das ist Drehtabakzigarette, die reicht erstmal. Dann nehmen wir jetzt nochmal Holz mit. Weil klar, brauchen wir ja. So, okay. Was war hier nochmal drin? Okay, sowas alles. Okay, also hier unten brauche ich ein Sägeblatt. Das heißt, ich werde in diesem, von diesem Waffenteil, die ich jetzt gefunden habe, warte mal, ich gucke jetzt gerade noch mal. Ich hatte, glaube ich, hatte ich jetzt nicht noch irgendwo noch mal Klüngel gesehen? Nein. Dann wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ich habe einen Zweier-Stack noch. Wenn ich da nochmal das auf 4 erhöhe. Nee, okay, alles klar. Hier haben wir alles geplündert. Habe ich jetzt noch Platz im Rucksack? Nein. Okay, ja dann renn zum Ausgang, mein Schnuckibärchen. Ich muss auf jeden Fall jetzt was zu essen machen für die Jungs.